Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Prison Simulator. Im letzten Part haben wir gerade nochmal unsere Abwehrkräfte aktiviert, indem wir uns ein bisschen haben aufs Maul hauen lassen. Haben die Kamera versteckt und sind noch ein Level aufgestiegen. Wir sind jetzt Stufe 12, immer noch leitender Beamter. Bin mal gespannt, wie hoch das noch geht. Und machen uns jetzt mal wieder an die Wäsche. Nicht wie ihr das denkt, sondern wirklich einfach nur die Wäsche waschen. Es ist mal wieder soweit. Wir laundryen mal wieder. Duschen. Nieu, ab in die Wäsche. So, erstmal alles checken, ob da noch Zeug drin ist. Guck mal, ich kann das sehen. Eine illegale Spritze, die nehmen wir nochmal. Wir können es jetzt tatsächlich von außen sehen. Ne? Das ist grün. Das ist grün. Das müssen wir gar nicht durchsuchen, offensichtlich. Okay. Und rein damit. Deckel zu. Knopf drücken. Nun wird hier gewaschen. Wir könnten ein paar mehr Waschmaschinen gebrauchen, ne? Fresh Power Gel. So, die nasse Uniform kommt. Na, rein da. Deckel zu. Und die Hose. Rein. Waschen. Auch so eine Beschäftigungstherapie hier, Alter. So. Und frisch gestärkt anhaken. So muss das. Und trocknen. Nächste Uniform. Das ganze Blut mal rauswaschen hier, ne? Da merkst du, die sind mit ganzem Körpereinsatz am Start, ne? So. Und wieder eine saubere Hose. Und trocknen. Und die nächste Hose. Dann damit. Zack. Und ranhängen. Aber auch sowas. So viele Dinge haben die sich ausgedacht. Total bekloppt. Das mag nicht immer alles sinnvoll sein, weil du würdest in einem Gefängnis natürlich niemals als leitender Angestellter irgendwie die Wäsche waschen. Ja, also ist halt schwachsinnig, aber es ist halt witzig. Ja. Sieht schon ein bisschen räudig aus hier so. Also ein paar Fliesen mal wieder ranmachen hier so. Und, ja. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Unser Gefängnis soll schöner werden. So, Abendbesprechung. Geh in den Besprechungsraum und sprich mit dem Wärter. Machen wir. Ihm kurz Bescheid sagen, wir sind durch für heute. War wieder ein schöner, erfolgreicher Tag. Mal sehen, ob es auf Stufe 12 gleich wieder einen neues, neuen Raum dazu gibt. Alter, meine Stimme. Mach jetzt hier nicht schlapp. So. Moin. Ich bin's wieder. Bin fertig für heute, ne? Na und? Bereit für den Tagesbericht? Aber sowas von. Für heute bin ich durch. 300 Schmeckels sind jetzt bei 400. Das heißt, wir können wieder zwei Zellen uns leisten. Sehr schön. Ich muss mal eben ein bisschen was trinken. Einführung eines Insassen. Ja, nicht nur eines, hoffe ich. Wir haben sehr viele neue Zellen, die befüllt werden müssen. Das muss ruhig regelmäßiger mal passieren. Ach, guck mal, ich sehe das jetzt direkt. Grün, 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 grün. War das auch grün? Ja, grün. Ich scheine das direkt sehen zu können. Nur die Umrandung hier ist nicht so extrem. Muss man ein bisschen drauf achten. Hier sehe ich jetzt gar keine Umrandung. Egal, soll mir erstmal reichen. So. Bevor wir loslegen, wie immer, Zellen kaufen. Unser Gefängnis muss größer werden. Ne? Jede extra Zelle sorgt für mehr Platz. Einmal verbinden, bitte. Gefängnis. Wie sieht es denn mit Duschen aus? Können wir uns, glaube ich, nicht leisten, ne? Weitere Dusche kostet 1000. Ein Radio. Beruhigende Musik hilft, die Gefangenen geduldig zu halten, während sie darauf warten, dass sie an die Reihe kommen, um zu duschen. Nicht mal verkehrt eigentlich, ne? Aber wir brauchen jetzt wirklich erstmal Zellen. Fokus auf die Zellen. Weil die Zellen bringen Geld und wenn wir die Kohle haben, wenn ordentlich Kohle reinkommt, dann können wir uns auch so schöne Sachen leisten, ne? Aber erstmal müssen wir Zellen ausmaxen. Zack, so. Okay, jetzt holen wir dann mal ein paar neue Insassen. Für unsere neuen, frischen Zellen. Hallo, guten Tag. Joggen, joggen, joggen hier, ne? Immer fleißig, immer fleißig, immer heiter. So, drei Leute dürfen mal wieder. So, eintreten bitte. Lassen Sie mal den ersten Kandidaten. Oh, hallo. Joseph Klose. Lassen Sie mal gucken, wie sieht's denn aus. Fingerabdrücke.
Üb, passt. Joseph Klose, Joseph Klose, Klose, Klose. Block B. Taschendiebstahl, 23 Jahre. Heftige Nummer. Was haben Sie denn von der Tasche geklaut? Dass du dafür 23 Jahre kriegst, das ist ja mal heftig. Männlich, jawohl. Ausweisnummer 26393, 26393, 26393, 26393. Sieht für mich gut aus, Herr Klose. Sie dürfen eintreten. Wir nehmen Sie herzlich in unserer kleinen Anstalt hier auf. Wie sieht's hier aus? Alles tutti, okay. Und einmal durchsuchen. Mhm. Dann kriegst du hier dein Willkommenspaket und ich sag mal so, schönen Tag wünsche ich Ihnen, ne? Willkommen in unserem kleinen Gefängnis. So, und der nächste bitte. Moin. Lass uns mal schauen. Fingerabdrücke passen. Michael Miller, Michael Miller, Michael Miller. B. B. Verbreitung von Raubkopien. Oh, das sind die ganz schlimmen. Das sind die ganz schlimmen Boys, ne? Da kriegst du erstmal 23 Jahre für. Raubkopien. Geht ja mal gar nicht sowas. 95 0565 95 0565 95 0565 95 0565. Michael Miller, Michael Miller, Michael Miller, Michael Miller. Alles klar, passt alles. Ich nehme sie gerne auf. Ich denke mal, solange wir freie Zellen haben, geht das auch immer so durch. Chicken Tits. Nichts da. Sieht safe aus. Wie sieht's hier aus? Sieht für mich alles safe aus. Dann werden Sie mal eben noch durchgewühlt, Herr Miller. Alles klar. Und dann ist hier Ihr Willkommenspaket. Da freut sich einer. Einen schönen Aufenthalt in unserer kleinen Wellnessanstalt wünsche ich Ihnen. Bis dann. So, nächster bitte. So, was haben wir denn hier? Oh, das passt leider nicht. Das passt leider nicht. Ich muss sie leider abnehmen, auch wenn ich sie gerne mitgenommen hätte, weil, ne, wir haben Zellen frei. Aber so wird das halt nichts, ne? Ja, ich kann doch auch nichts dafür. Hau ab. Tschüss. Dismissed, Junge. So. Mission erledigt. So, okay. Jetzt können wir mal nach unserer Kamera gucken. Wie ich gerade gesehen habe, müssen wir da lang? Ja, genau. Langsam kenne ich das mit den Wegen. Überprüfe die Aufnahme auf der Kamera. Ich bin gespannt. Visitor Check-in. So, dann lass uns doch mal gucken, ob unsere Kamera etwas Verdächtiges aufgenommen hat. Kloppen ist aktuell nicht angesagt. Vielleicht ist der Rennmann noch wieder am Start. So, laufen, laufen, laufen. Dann gucken wir mal. Und. Haben wir was gefunden? Finden wir was? Sprich mit Mario Griffin. Okay. Wo ist Mario Griffin? Könnte da unten. In der Werkstatt, okay. Auf zur Werkstatt. Oh, Boxen ist wieder da. Ich gehe erst zu Mario Griffin und dann boxen wir wieder. So. Werkstatt. Dafür müssen wir hier runter. Moin. Ja, was auch immer. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin hier nur am Rumrennen wie so ein Wahnsinniger. Werkstatt geht irgendwie hier lang. Da rum und dann ist die doch gleich hier da. Mit wem muss ich jetzt schnacken? Da, er ist das. Mario Griffin, hallo. Was ist denn mit dir los? Warum sind wir hier? Naja, du bist hier, weil du hier arbeitest und ich bin hier, weil ich was von dir wissen will. Und zwar, um eine lange Geschichte kurz zu erläutern. Ich habe Beweise, dass du Drogen in Leichensäcken schmuggelst. Und es wäre besser für dich, wenn du deinen Tat freiwillig gestehst. Was? Willst du mich reinlegen? Auf gar keinen Fall. Ich habe ein Video aus dem Leichenschauhaus. Was für ein Video? Dort gibt es keine Kameras. Ich habe selbst eine versteckt. Du Mistkerl, ich werde dir nichts sagen. Es ist mir scheißegal, was du auf dem Band hast. Ich werde nichts verraten. Ich will nur die Wahrheit wissen. Ich will nichts Böses. Scheiße, aber ich kann nicht. Die werden mich und meine Familie töten. Nicht, wenn du gestehst und um Schutz bittest. Scheiße. Die Polizei kann deine Familie verstecken, wenn sie wirklich in Gefahr ist.
Alter. Bedenkzeit, ja, ich packe alle Drogen in Leichensäcke mit toten Häftlingen. Aber ich habe keine Ahnung, woher sie kommen. Die Drogen sind schon in den Leichenhallen, wenn ich sie hole. Du weißt nicht, woher sie kommen? Unser Aufseher ist in dieses schmutzige Geschäft verwickelt. Ich bekomme einen großen Bonus für meine Extraarbeit. Aber ich weiß wirklich nicht, wo sie diese Drogen herstellen oder wie sie im Leichenschauhaus landen. Ich habe keine Fragen gestellt. Du weißt also wirklich nichts? Irgendwelche Anhaltspunkte? Nee, nichts weiter. Mir wurde gesagt, was ich tun soll, wollte Geld verdienen und das war ein schönes Sümmchen. Nur der Aufseher könnte etwas wissen, aber ich hoffe, du wirst ihn nicht direkt fragen, oder? Und bitte sag niemandem, dass du es von mir weißt. Das werde ich auch nicht, es sei denn, du verrätst mich. Warum mischst du dich da ein? Hast du Todessehnsucht oder willst du vielleicht mitmachen? Ich habe meine Gründe. Du spielst also einen Bullen aus den 80er-Jahren-Filmen, wa? Das kann man so sagen. Aber du weißt, dass das kein verdammter Film ist, dass kein Happy End nehmen. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Nehmen wir an, du hast Erfolg. Du findest genug Beweise, um die ganze Sache zu beenden. Was passiert dann mit mir? Ich sag der Polizei, dass du kooperiert hast. Deine Familie ist in Sicherheit. Du wiederum wirst nicht einmal angeklagt. Hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Ich hoffe, ich bereue das nicht so sehr, wie ich bereue, mich auf dieses schmutzige Geschäft eingelassen zu haben. Also, dein nächster Schritt ist der Aufseher selbst. Was willst du tun? Ich habe eine Idee. Sprich mit Daniel Klose. Okay. Was ist mit dir los? Ah, gönn dir. Wo ist denn der Herrn Klose? Da hinten. Gehen wir mal wieder in die Zellen. So, auf geht's. Wow, bin ich langsam seekrank, Alter. Zack, zack, zack. Wir werden bald das Gefängnis übernehmen, habe ich das Gefühl. Herr Klose! Da ist er doch. Wir müssen mal kurz reden, netter Kumpel. Hi. Was ist los? Ich bin nicht in Stimmung. Ja, ich wollte mich jetzt auch nicht zu dir ins Bett legen. Das ist mir zu schmutzig. Du musst etwas für mich besorgen. Oh, du bist gekommen, um über Geschäfte zu reden. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Kannst du etwas besorgen, das ein Kontopasswort hacken kann? Oh, du willst jemanden bestehlen. Böser Officer, sehr böse. Ich brauche Informationen. Es ist eine größere Sache. Das habe ich auch dem Richter gesagt und jetzt bin ich hier. Okay, zurück zum Geschäft. Welches Passwort willst du knacken? Bankkonto, soziale Medien? Nee, den Computer. Ein Profilkonto auf einem Computer. Ich glaube, ich weiß, was du brauchst, aber ich brauche Zeit, um es zu bekommen. Aber lass uns noch über den Preis reden. Wie viel? Ich denke, $500 wird ausreichen. Wie viel? Was, denkst du, wir können das im Laden an der Ecke kaufen? Ich muss meinen Kurier bezahlen. Den Wärter auch. Okay, gut. Ich werde bei der Lieferung bezahlen. Ich würde das Geld lieber jetzt besorgen. Aber wenn du noch nicht so viel hast, dann hast du jetzt die Zeit, um es zu besorgen. Wir sehen uns dann später. Warte, bis Daniel Klose das Hacking-Kit erhalten hat. Alles klar, ich habe 900, das können wir uns leisten. Gut, dann gehen wir jetzt kurz in den Hof und prügeln uns ganz kurz, um unsere Fähigkeiten wieder zu verbessern. Und dann gehen wir mal in den nächsten Tag, ne? Beziehungsweise die nächste Aufgabe. Nächster Tag ist es ja noch nicht. Tja, dann können wir gucken, was wir im Not-Porn-Ordner finden, wa? So, es wird Zeit, sich zu prügeln. Prügel, Prügel, Prügel. Hi. Oh, der alte Mann ist hier am Start. Wie sieht's denn überhaupt aus? Geschwindigkeit habe ich auch fast voll. Stärke und Verteidigung ist richtig Müll. Da müssen wir richtig Gas geben. So, was ist los? Bist du hier für einen Kampf? Aber hallo. Das ist die richtige Einstellung. So. Pams, immer auf die Fresse, Junge. Zack, da mache ich deinen kleinen Opa-Körper fertig hier. Alter, wie am Wackeln ist, Alter, Scheiße. So, geh zum Gefängnishof, bin ich schon. So, Leute. Marsch, marsch, marsch. Rein in den Hof mit euch. Ich trinke dir aber mal wieder was. So ist fein. Schön herkommen. So. Gut. Ich kümmere mich mal darum, dass wir noch ein bisschen handeln. Hallo. Lass uns mal handeln. Ich hätte für dich, um mir Respekt zu geben, gebe ich ihm mal dieses Messer. Das verkaufe ich dir. Wie viel Geld hat er noch? Das verkaufe ich dir einmal. Und das verkaufe ich dir auch einmal. Dankeschön. Weitermachen. Moin, so, moin.
Lass uns mal handeln, Bruder. Illegal. Ich verkauf dir. Wie viel Geld hat er? Das verkaufe ich dir. Das verkaufe ich dir. Noch 40. Das gebe ich dir. Kann sich nichts mehr leisten. Vielleicht den Bohrer? Den kann er sich nur leisten. Den verkaufe ich dir noch. Geil. So. Genau. Ich muss echt den Scheiß nämlich mal ein bisschen aus dem Inventar rauskriegen. So, wir gucken uns derweil mal um. Grüße gehen übrigens auch an den guten Jens Energie, der mich darauf gebracht hat, dass man den Häftlingen Zeug auch schenken kann. Und dass dann den... Dass dann den Respekt so boostet. Zack, da kriegst du auf die Fresse, mein Freund. Was hast du davon? Rennt der da auf einmal auf mich zu? So ein Bekloppter. Was ist hier los? Hier ist alles entspannt. Da hinten, er ist schon wieder dabei. Junge, was machst du denn hier? Ja, ja, wieder hingefallen, ne? Nein, das bist du nicht. Schlagen. Bams! Bams! So, hilf von nix. Es hilft von nix. So. Da hinten wird sich geprügelt. Prügel, prügel, prügel! Ich will meinen Taser benutzen. Elektroschockpistole. Weggetasert, Leute. So. Okay, weiter geht's. Wir gucken uns um. Die meisten Leute sind ja jetzt brav. Sehr brav sogar. Na? Nice glasses. Let me put on my slightly larger glasses. Ja, ne, ist richtig Ruhe auf dem Hof, ne? Alles bestens. Wir haben das unter Kontrolle. Wir sind aber inzwischen ja auch eine Autoritätsperson, ne? Also, das läuft inzwischen. Die haben Respekt vor uns. Wir haben unseren Respekt hart erarbeitet. Das ist all. Haben das all im Griff jetzt, ne? So. Er ist immer stabiler Boy, Alter. Ein ordentlicher Bauch, den du da mit dir rumträgst, Junge. Wer bist denn du, Joshua? Ich hab dich noch nie gesehen. Stabiler Bauch. Stabiler Bauch, mein Freund. Hi. Gut. So, ist gleich Ende hier. Ich gebe den immer die ganze Zeit, damit die ein bisschen Respekt kriegen halt, ne? So. Die Story entfaltet sich ja doch noch ganz spannend so. Ich will jetzt mal wissen, was der Direktor gemacht hat und was wir auf seinem Computer finden werden. Also das müssen wir schon noch durchziehen. Jo, Freizeit. Darf ich mich wieder kloppen mit irgendwem? Kloppen ist gerade nicht angesagt, wa? Nee. Aber Paketerennen geht wieder. Das macht erstaunlicherweise ja irgendwie voll Bock. Jetzt, wo wir auch so viel Ausdauer haben, geht auch ein bisschen was. So, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute irgendwas. Das wird wohl eben reichen. Pakete rennen wir jetzt eben noch, komm. Auf geht's. So, ich muss kurz warten, bis die Ausdauer wieder voll ist und dann geht's los. Gib mir mal was. Okay, bums. Bums. Es geht hier vorne los. Hier ist gleich der erste. Zack. Hab ein Paket für dich. Dann geht's da weiter. Ist gleich der nächste. Komm schon, laufen, 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 laufen. Hab ein Paket für dich, Bruder. Einer ist hier. Paket für dich, Bruder. Der nächste ist irgendwie da vorne. Ja, ganz da hinten, Alter. Heftige Scheiße. Moin. Paket für dich. Und das letzte. Da müssen wir ein bisschen laufen. 20 Meter. Wo ist denn der drinne? Ach, der war auch hier drinnen. Hätten wir gleich mitnehmen können. Und Paket für dich. Und geschafft, bevor der Hahn hier. Perfekt mit dem Hahn. Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Ach, Überwachungsraum müssen wir gleich wieder machen. Das war nicht am schwächsten bis jetzt so von den Sachen. Aber mal gucken, vielleicht werden wir diesmal besser. Meine Lieben,
Der hat uns gekriegt, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Oh. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.